So, herzlich willkommen zum Webinar. Welche Aktien kaufen Warren Buffett und Co.? Kurz vorab die Frage nach der Technik. Kann man mich verstehen und sieht man das Bild? Okay, also vom Ton her passt alles. Ich habe jetzt gerade nur die Rückmeldung bekommen, dass bei manchen die E-Mail nicht ankam. Deswegen habe ich jetzt gerade auf dem Guidance Desktop nochmal kurz den Link geteilt. Ich hoffe, der eine oder andere kommt dann noch ins Webinar. Okay, dann ja, mein Name ist Tobias Krieg. Ich bin Analyst bei lynxbroker.de. Die meisten oder einige werden mich wahrscheinlich von meinem Guidance Desktop kennen. Ich kann das gerade hier mal einblenden, respektive von godmotrader.de. Und wenn Sie mich erreichen wollen, dann das hier auch immer die einfachste Anlaufstelle. Wenn Sie irgendwo schreiben, dann kriegen Sie normalerweise zeitnah eine Antwort, können auch mit anderen Börsianern sich austauschen und so weiter. Und verpassen dann auch keine Analysen mehr von mir, denn ich teile auch immer alle Artikel, alle Analysen, die ich jeden Tag schreibe, dort auf dem Guidance Desktop. Okay, worum geht's heute? Der Titel sagt ja schon, welche Aktien kaufen Warren Buffett und Co. Jedes Quartal schreibe ich ja einen großen Artikel. Wo steigen Großinvestoren ein und was wird gekauft, verkauft? Ich habe eine größere Liste, das sind ungefähr 70 Investoren, alle mit einem Value-Ansatz oder einem Value-Einschlag. Und die Filings dieser US-Großinvestoren, die ja ihre Käufe und Verkäufe veröffentlichen müssen, die werte ich jedes Quartal aus, denn die werden einmal im Quartal veröffentlicht. Dann sieht man, was wurde gekauft, was wurde verkauft und so weiter. Und ja, da ergeben sich natürlich dementsprechende Möglichkeiten daraus, von diesem Know-how dieser Investoren zu profitieren. Das sind auch allesamt Leute, die den Markt langfristig outperformed haben, teilweise über Jahrzehnte hinweg. Prominentestes Beispiel natürlich Warren Buffett, aber auch noch eine ganze Reihe anderer prominenter Investoren. Und ja, da kommt dann immer der Artikel und das ist dann ganz interessant, wenn Sie 70 Großinvestoren auswerten und in einem Quartal kaufen 11 Stück davon eine Aktie, dann ja, kann man natürlich gewisse Rückschlüsse über die Attraktivität treffen. Respektive ist es dann natürlich auf jeden Fall so, dass man sich den Wert mal anschauen sollte. In der Vergangenheit hat sich das für mich als wirklich, ich habe das hier auch geschrieben, als wahre Fundgrube herausgestellt. Wenn man sich da anschaut, was über die Jahre gekauft wurde, eine Apple oder eine Fiat Chrysler, Bank of America, JP Morgan im Jahr 2016, uns das mal kurz anschauen wollen, nur dass man da mal einen Überblick bekommt, wann hier die Jungs eingestiegen sind. Hier Apple 2016, was hatte ich gerade noch? Ja, Fiat Chrysler wurde 2016 ganz massiv gekauft. Bank of America wurde 2016 ganz massiv gekauft. Da steigen die Jungs jetzt dann wieder aus. JP Morgan auch ähnlich. Und also man sieht schon, das hat eine gewisse Bewandtnis, warum ich mir die Arbeit mache. Letztes Jahr zum Beispiel war der meistgekaufte Wert Time Warner. Das lief wohl auch sehr gut, denn die ist inzwischen übernommen worden. Ja, besser kann es dann im Endeffekt auch nicht laufen. Okay, das ist der Ansatz. Vielleicht hat der eine oder andere den Artikel schon gelesen. Ja, kommen wir vielleicht einfach zu den ersten Werten. Comcast. Ich hatte hier unten auch schon eine gewisse Auswertung vorgenommen. Bei der Comcast ist ganz interessant, dass die gekauft wurde und bei den 70 Großinvestoren, die ich auswerte, gab es keinen einzigen Verkauf. So, kurz eine technische Frage, weil die Sigrid hier schreibt, Zugang zum Webinar kommt immer sehr knapp, diesmal erst 3 Minuten nach Beginn. Das an die Technik, die hören ja auch zu, bekommen das mit. Dann wissen wir das in Zukunft.
Okay, ne, Comcast ganz oben auf der Kaufliste und dementsprechend fangen wir mit der heute auch mal an, uns das anzuschauen. Ich hatte das ja schon gesagt, ganz interessant, auch bevor die Auswertung kam. Ich hatte die in den letzten Wochen oder im Mai auch schon zum Kauf empfohlen, damals hier bei dem Rücksetzer auf 31,80, 32 US-Dollar. Die hat sich seitdem auch ganz erfreulich entwickelt und nicht nur ich, sondern auch diese Großinvestoren haben die Kurse hier zum Einstieg genutzt. Da haben wir auch ziemlich schönes Tief erwischt, sind jetzt 10% im Plus. Aber kommen wir mal zu den Fundamentaldaten. Warum steigen die Großinvestoren hier ein? Das ist so ein typischer Wert, wie ich ihn auch immer empfehle. Da passt eigentlich, passt sehr viel. Übergeordnetes Umsatzwachstum können Sie sehen in den letzten 10 Jahren. Zu dem Orhan, weil er sagt, schön, aber was letztes Jahr gekauft wurde, kann jetzt schon kalter Kaffee sein. Da haben Sie natürlich recht, aber die Auswertungen sind nicht die Käufe vom letzten Jahr, sondern vom letzten Quartal. Die Auswertungen vom letzten Jahr und so weiter hab ich damals geliefert und jetzt zum aktuellen Quartal. Da gibt es übrigens eine schöne statistische Auswertung, die Monish Pabrai, seines Zeichens auch ein paar hundert Millionen schwer an verwaltetem Vermögen vorgenommen hat. Der hat auch so seine Lieblingsinvestoren genommen, 10 große, bekannte, namhafte Investoren aus den USA und hat das die letzten 15, 20 Jahre ausgewertet. Und selbst mit dem Zeitversatz, den sie haben, zu den Käufen von den Großinvestoren, von diesen Value-Investoren, hätten sie den Markt um das Dreifache geschlagen, die letzten 15 Jahre. Also, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen. So, schauen wir uns mal eine Comcast an. Wie gesagt, übergeordnetes Umsatzwachstum vorhanden, sehr hohe Bruttomarge. Der operative Gewinn zieht hier schön mit, sogar noch leicht überproportional. Sieht man auch an der Marge, die tendenziell leicht steigend ist. Hier hat man einen Sondereffekt im letzten Jahr. Die Zahl kann man eigentlich ignorieren. Aber man sieht auch, das Nettoergebnis zieht überproportional mit. Und gleichzeitig kauft das Unternehmen hier stetig eigene Aktien zurück. Seht hier 5,9 Milliarden Aktien, 5,7, 5,6 und so weiter. Da wurde dann einfach mal die Zahl der Aktien in den letzten 10 Jahren um ja knapp ein Fünftel reduziert. Dementsprechend der Gewinn je Aktie, der operative Gewinn je Aktie ganz überproportional gestiegen. Aber mal, also hier bei Morningstar, die haben das geändert. Die hatten auch immer den operativen Gewinn. Jetzt neuerdings hat man hier die Diluted Earnings nach GAAP. Und deswegen die Zahlen immer sehr verzerrt. Beides hat seine Bewandtnis. Wenn wir auf den operativen Gewinn zurückkommen, dann wäre der Gewinn in der Zeit von 46 Cent auf über 2 Dollar gestiegen, hat sich also verfünffacht in den 10 Jahren. Also fassen wir zusammen. Umsatz so verzweieinhalbfacht, den operativen Gewinn verdreifacht, Nettoergebnis dementsprechend auch verdreifacht und dadurch, dass dann ständig noch eigene Aktien zurückgekauft werden, vervierfacht, verfünffacht sich das operative Ergebnis je Aktie. Und dann notiert die im Endeffekt über 15 Jahre läuft die Aktie. Man kann das hier mal in Fast Graphs auch zeigen. Ja, Sie sehen hier, dass hier die Bewertungslinie oder beziehungsweise lila oder blau, kann eigentlich die blaue fast wegmachen, blau, das 15-fache des Jahresgewinns über die letzten 15 Jahre, 13 Jahre. Und die Aktie zieht hier exakt mit dem Gewinn mit, dann haben Sie hier mal eine gewisse Überbewertungsphase. Dann rutscht die hier erheblich drunter, ist dementsprechend unterbewertet und auf einmal steigen die ganzen Value-Investoren ein. Wie gesagt, ich hatte sie auch zum Kauf empfohlen und das sieht bisher gut aus. Grundsätzlich ein Unternehmen, das gut aussieht für Investments und dann diese Chancen, wenn die mal unterbewertet ist, einzusteigen. Okay.
Ist auch nach wie vor günstig. Sie haben das gerade gesehen. Normale PI in den letzten 10, 12, 15 Jahren war 18,6. Aktuell haben wir eine PI von 15. Also allein nur durch die Rückkehr auf die normale PI der letzten 20 Jahre hätten Sie 20% Potenzial plus natürlich das Gewinnwachstum der Aktie, was nicht ganz unerheblich ist. Dieses Jahr soll der Gewinn um 20% steigen. Natürlich auch befeuert durch die US-Steuerreform und im Folgejahr dann nochmal um 10%. Zu ich gerade, die Irene schreibt, Ton bricht immer wieder ab. Ich hoffe, das ist eventuell nur über ihn so. Es sind uns auch ein paar grundsätzliche Fragen aufgelaufen. Bewerten wir die auch mal kurz, ob ich mit Aktien oder Optionen handle. Ich persönlich handle alles nur direkt in Aktien. Okay, kommen auch die ersten Fragen zu Werten. Microsoft, die kommt nachher eh noch. Und Constellation Brands und so weiter. So, okay. Ja, hier wird gefragt, ob das Geschäftsmodell von den Kabelbetreibern mit Streaming nicht gefährdet ist. Ja, das im Endeffekt die gewisse Angst, die hier vorhanden ist, mit einer der Gründe, warum die Aktie dann so nachgegeben hat. Die operativen Resultate sprechen dann aber am Ende für sich. Noch dazu ist es so, dass Comcast selbst im Streaming aktiv ist, was wir hier in Deutschland teilweise nicht mitbekommen. Comcast, AT&T, Disney und dementsprechend auch die Unternehmen, die jetzt übernommen wurden, Time Warner und 21st Century Fox, gemeinsam ja natürlich die allergrößten Content-Eigner überhaupt. Disney wird seine Angebote von Netflix abziehen, war bisher der größte Content-Partner von Netflix. Und gleichzeitig haben diese Unternehmen, die ich gerade genannt habe, einen eigenen Streaming-Service in den USA aufgebaut. Und der macht pro User, dadurch, dass auch noch Werbung geschalten wird, sehr viel mehr Umsatz, kann dadurch scheinbar profitabler betrieben werden. Im letzten Jahr sind die Nutzerzahlen hier um 40% in den USA angesprungen auf 17 Millionen User. Also ja, man kann hier wahrscheinlich dann damit rechnen, dass demnächst dann auch, wenn die Content-Verträge ausliefern, AT&T, 21st Century Fox, Time Warner und Comcast allesamt wahrscheinlich ihr Content von Netflix abziehen werden. Und ja, wie und diesen Content dann selbst über Hulu anbieten, dieser gemeinsam aufgebaute Streaming-Service. Und daraus könnten sich natürlich ganz erhebliche Probleme für Netflix ergeben. Auf der anderen Seite doch auch dementsprechende Einnahmemöglichkeiten für Comcast und die anderen. Okay, gut, Comcast. Können wir mal noch auf den Chart schauen. Vom Fundamentalen her ist relativ einfach, auch wenn wir hier mal ja mal eine längere Zeitspanne uns anschauen. Langfristig entspricht natürlich die Entwicklung auch immer der fundamentalen Entwicklung. Auf Sicht von ein paar Monaten oder teilweise auch mal ein, zwei Jahren kann das divergieren. Langfristig passt das. Und da sehen wir, langfristig ist die Aktie ganz klar im Aufwärtstrend. Seit der Finanzkrise ging es ja eigentlich nur noch aufwärts. Und wie wir gerade eben gesehen haben, passt das auch mit der fundamentalen Entwicklung zusammen. Also Chart übergeordnet, ganz klar weiter bullish, aufwärts Trends intakt. Hat jetzt gerade über 35 auch wieder ein Kaufsignal generiert und dementsprechend Platz Richtung 37,50, 38,30 und drüber dann ans Allzeithoch. So, schreibe ich mir gerade mal noch ein paar Werte, wenn die gefragt werden. So. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Wert, den wir hier auf der Liste hatten, was auch ganz stark gekauft wurde, war AT&T, wenn das natürlich auch mit der Übernahme von Time Warner zusammenhängt. Was damals ganz interessant war an AT&T, halt hier habe ich den Link schon, ich hatte
damals darauf hingewiesen, dass die Großinvestoren ganz massiv bei Time Warner einsteigen. Dann notierte die noch bei 94 Dollar, wurde dann übernommen, hat man ungefähr 14, 15% mehr oder minder kostenlos mitnehmen können. Und dadurch sitzen die ganzen Großinvestoren, die zuvor Time Warner gekauft haben, jetzt am Ende mit AT&T-Aktien im Depot. Allerdings, was erstaunlich ist, und das sehr positiv, die AT&T-Aktien, die wurden nicht gleich, also die liegen jetzt ja zum Discount quasi in den Depots der Großinvestoren, die haben die Position aber gehalten und teilweise sogar noch aufgestockt. Also auch AT&T wird durch die Übernahme von Time Warner nochmal deutlich positiver gesehen. Und schauen wir uns auch das mal fundamental an. Man hat nämlich bei AT&T immer so die Vorstellung, ja, großer Moloch, da passiert nichts. Und das hat dann auch nach der Finanzkrise sehr lange gestimmt. Wenn man sich hier die Umsätze anschaut, die haben von 2008 bis 2013 weitgehend stagniert. Und dann geht es hier auf einmal spürbar Jahr für Jahr aufwärts, hat hier den Umsatz um fast 50% gesteigert von 2013 bis 2007. Also man kann davon ausgehen, dass hier durchaus strukturell was passiert ist. Und durch diese vertikale Integration von Time Warner sollte die ganze Sache noch attraktiver werden, weil natürlich jetzt sowohl der Content als auch das Kabelnetz aus einer Hand kommt. Und ich hatte es auch in der Analyse geschrieben, aus Sicht der Verbraucher ist das vielleicht nicht die optimale Lösung. Aus Sicht von AT&T, aus Unternehmenssicht und für uns als Investor ist es aber natürlich erfreulich. Dementsprechend auch AT&T eine Option. Wie gesagt, hatte ich auch zum Kauf empfohlen, auch schon zuvor. Sieht ja auf der Oberseite langsam gar nicht schlecht aus. Kommen wir nochmal zu den Fundamentalzahlen. Also in den letzten Jahren beschleunigtes Umsatzwachstum. Hier ziehen dann auch wieder die Margen an. Dadurch auch das Nettoergebnis, auch das operative Ergebnis. Die letzten Jahre immer so 5, 8, 10% gestiegen. Dieses Jahr erwartet man einen größeren Gewinnsprung. Auch durch die US-Steuerreform, aber spielt ja keine Rolle im Endeffekt, woher der Gewinn kommt. Und wenn man sich eine AT&T langfristig anschaut, egal auf welcher Zeitebene, dann läuft die 1 zu 1 mit dem Gewinn mit. Ich kann das hier mal in Fast Graphs auch zeigen. Hier hat man natürlich 2000, die Überbewertung, also die folgt 1 zu 1 im Gewinn. Da gab es dann auch mal Spin-offs. Und normale PI liegen wir hier bei 13,8. Würde sogar behaupten, jetzt durch die Integration von Time Warner und das sich beschleunigende Wachstum könnte man durchaus auch sagen, dass das Unternehmen aktuell durchaus auch eine höhere Bewertung als in der Vergangenheit verdient hätte. Aber sagen wir mal, die kommt nur von der aktuellen PI von 10 auf die 13,8 oder 14 zurück. Dann wären das alleine 40%. Plus der Gewinnsprung in diesem Jahr. Also da ist richtig Luft auch vorhanden, vor allem weil die auch dementsprechend günstig ist durch die Korrektur, wie man es hier sieht. Im 10-Jahres-Chart, gehen wir mal runter. Oder ja, eigentlich sieht man hier alles. Die Aufwärtstrends sind intakt. Wo hier an der Unterkante quasi wieder gekauft, dann hat jetzt eine echte Chance auf eine Trendwende, gerade hier in diesem interessanten Unterstützungsbereich 31, 32 Dollar, wo die im Endeffekt seit etlichen Jahren immer wieder aufgefangen wird und dadurch immer günstiger wird. Denn operativ tut sich ja im Hintergrund durchaus was. Es würde mich nicht wundern, wenn die dann in ein, zwei Jahren auch mal wieder hier oben bei 43 oder ähnliches notiert oder sogar darüber, wenn die Stimmung sich ein bisschen ändert. Da hätte man 30% Aufwärtspotenzial. Plus 6% Dividende im Jahr. Ja, die sind also durchaus Optionen da und man wird für das Warten gut entschädigt. Gefällt mir in der Gesamtkonstellation doch wirklich auch gut. So.
Okay, scheint so, als wird es hier auch keine Fragen geben. Die anderen Werte, wenn wir dann durch sind mit den Sachen, die ich dabei habe, wenn wir nachher noch Zeit haben. Also Sie können so wie immer auch in den anderen Webinaren gerne Fragen stellen zu Werten, entweder zu den Werten, die wir gerade natürlich besprechen, als auch zu Aktien, die Sie im Depot auf der Watchlist oder wo auch immer haben. Ich notiere mir das nebenher. Mallinckrodt hier war zum Beispiel so eine Sache. Nach einigen chinesischen Aktien, Tencent, Baidu und so weiter wurde gefragt. Ja, Constellation Brands kam, glaube ich, vorher schon mal. Okay, also wie gesagt, immer Fragen. Ich versuche dann auf möglichst viel einzugehen. So, kommen wir mal zurück zu dem Artikel, was hier nämlich. So, was haben wir als nächstes auf der Liste? Dollar Tree, auch ganz interessant. Also ich hatte es in dem Artikel geschrieben, die Sache sieht natürlich so aus, gerade in dem Microsoft normalerweise nicht auffällig oder nicht allzu wichtig, wenn die hier auftaucht, diesmal schon oder im letzten Quartal auch schon, aber so eine Google, eine Microsoft, eine Apple, die tauchen einfach oft auf, da wird mal gekauft, wird mal verkauft, sind die größten Werte, werden dementsprechend oft gehandelt. Interessanter ist es, wenn sowas wie eine, ich hatte es ja hier geschrieben, eine Alliance Data System auf einmal auftaucht, so ein Wert aus der dritten Reihe, den die meisten nicht kennen und auf einmal, ja, wird der von einer ganzen Reihe oder einer großen Zahl von Investoren plötzlich gekauft, zum Beispiel auch eine, ja, diesmal eben eine Dollar Tree, die letzten zwei Quartale war es eine Alliance Data Systems. Und das ist immer besonders interessant und gerade bei Dollar Tree, der Wert auf einmal in den Kauflisten aufgetaucht. Die Großinvestoren haben hier die letzten Kursrücksetzer zum Einstieg genutzt und dem stehen auch keine Verkäufe gegenüber. Auch dann wieder so eine Sache. Eher auch eine Aktie, von der ich viel halte. Auch aus einem gewissen Grund. Ich muss immer bei Dollar Tree und auch Apple wäre auch so ein Beispiel, nur am anderen Ende der Skala. Vielleicht sagt Ihnen der Citigroup Hourglass Index etwas. Da wurde mal die Portfolio oder die Theorie aufgestellt, dass man vornehmlich entweder in Luxusgüter oder Unternehmen, die hochpreisige Artikel verkaufen, investieren soll oder auf der Unterseite in die Discounter, denn die Mitte und die Mittelschicht wird quasi zunehmend ausgehöhlt und spaltet sich auf und dadurch profitieren natürlich einerseits die Luxusgüterhersteller, andererseits ja, sagen wir mal, die Ein-Dollar-Buden wie Dollar Tree und ähnliches. Und eine der wenigen Indexkonzepte, denen ich tatsächlich auch was abgewinnen kann, rein von der Logik her erscheint es äußerst offensichtlich, warum das funktioniert. Dieses Phänomen erleben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, eigentlich in allen westlichen Gesellschaften, selbst in den aufstrebenden Ökonomien, meinetwegen China, Indien ganz extrem, haben wir ein extremes Auseinanderdriften. Und daher sollte das auf Seiten der Investitionen berücksichtigt werden. So, kommen wir zu Dollar Tree am unteren Ende der Skala. Ja, zum Umsatz brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Umsatz verfünffacht in den letzten 10 Jahren, allerdings hier auch mal eine größere Übernahme getätigt. Man sieht es aber, es geht dann danach kontinuierlich weiter. Da wurde Family Dollar Stores übernommen. Dadurch auch hier der Sprung im Buchwert. Übergeordnet passt es auf jeden Fall. Man sieht es auch an der operativen Marge, die zuletzt auch wieder stark steigend nach der Integration und dementsprechend auch der operative Gewinn stark steigend. Gleichzeitig werden hier, ja, hier durch die Übernahme, ja, hier wurden eigentlich immer Aktien zurückgekauft bis zu der Übernahme. Da musste man das finanzieren. Sollte man aber damit rechnen, dass der Vorstand die Rückkäufe bald wieder aufnimmt. Ja,
Der Thomas fragt Dollar Tree, TJX, anderes Thema wäre auch noch Ross Stores und ähnliches. Sind allesamt gute Unternehmen. Das schlägt alles in eine ähnliche Kerbe rein von den Unternehmensdaten auch. Gerade die Woche hatten wir das Thema auch auf meinem Guidance Desktop. Da bin ich ausführlicher drauf eingegangen, sowohl auf TJX als auch Ross Stores. Da sieht es ähnlich aus. Da haben sie stetig steigenden Umsatz, steigende Margen, dadurch einen überproportional steigenden Gewinn. Gleichzeitig kaufen beide, also sowohl TJX als auch Ross Stores, beide kaufen eigene Aktien zurück und dadurch haben sie einen stark überproportional steigendes Ergebnis, die Aktie. Alles drei sehr gute Unternehmen. Alle drei könnte man empfehlen und alle drei hätten ihre Vorzüge. So, Dollar Tree. Ja, wie gesagt, hatte ich auch schon empfohlen. Die läuft jetzt in letzter Zeit auch langsam wieder. Vom Chart her, glaube ich, gehe sogar noch ein bisschen raus. Wenn man sich das langfristig anschaut, ja, große Swings, deswegen, da muss man nicht immer sofort reingehen. Stark korrigiert, die gibt gerne dann auch mal 20, 30, 40% oder sowas ab in einer größeren Korrektur. Das haben wir hier hinter uns. Jetzt haben wir einen ersten Aufwärtsimpuls. Kaufmarke auf der Unterseite wäre hier im Bereich von 90 US-Dollar. Darunter könnte auch nochmal ein Rücksetzer vollzogen werden. Ansonsten grundsätzlich ausgehend von 90 oder vom aktuellen Niveau, könnte auch schon hier bei 92,50 aufgefangen werden. Platz Richtung 98 und über 98 und 100 Dollar hätte man ein schönes Kaufsignal, dann wäre grundsätzlich der Weg frei in Richtung. In Richtung Allzeithoch. So, Andreas fragt, gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie man die Gurus auswertet, welche Quellen und wann erscheinen die Berichte? Steht ehrlich gesagt alles in dem Artikel. Können Sie nachlesen. Also die Auswertung bekommen Sie im Endeffekt kostenlos, hausfrei geliefert, jedes Quartal von mir auf der Seite. Denn auch in den letzten Quartalen hat mir hier schon so eine Auswertung vorgenommen. Hier im alten Artikel sind auch die Links drin, wie das dann aussieht. Die 13F-Filings, müssen wir, 13F, also 13-F-Filings. So, ich hatte irgendwo auch einen Link reingemacht. Ich kann das gerade mal zeigen, wie das aussieht. Vielleicht, wenn Sie sich das selbst antun wollen. Das weiß ich natürlich nicht. Ah ja, hier. Sieht dann so aus. Können Sie auf der Seite der SEC sich zuschauen, dass hier zum Beispiel die Meldung von Stanley Druckenmiller, ist ja auch Berkshire Hathaway verlinkt, sieht dann so aus, dann sehen Sie, der hatte damals eine, jetzt als Beispiel eine Alphabet und eine Amazon, dann wie viele Aktien, der Wert und so weiter. Und dann können Sie das immer mit dem Vorquartal vergleichen, wenn Sie darauf Lust haben. Und dann sehen Sie, was gekauft und was verkauft wurde. Gibt aber auch einige Seiten in den USA, die sowas in begrenztem Ausmaß kostenlos zur Verfügung stellen. Müssen Sie mal, gibt's so diese, ja, die den Guru-Fokus zum Beispiel. Hier, keine Ahnung. So. Zum Beispiel hier Julian Robertson, auch ein altgedienter Value Investor. Und dann sehen Sie, was wurde hier gekauft, was wurde verkauft und so weiter. Ich finde es hier auch nicht viel besser in der grafischen Vorstellung als bei der SEC. Aber es finden Sie alles. Wie gesagt, hier auch im Artikel verlinkt. Dann können Sie bei der SEC nach den einzelnen Investoren gucken, die Sie interessiert. Von meinetwegen der Bill und Melinda Gates Foundation, Carl Icahn oder wen auch immer Sie auf der Liste haben. Das heißt, die Quellen werden natürlich genannt. Können Sie selber nachschauen. Ansonsten kriegen Sie die Auswertung dann auch von uns. So. So, kommen wir noch zur Bewertung von Dollar Tree. Das hatte ich hier jetzt vergessen. Wie gesagt, das hier stimmt nicht ganz, aber im Tief jetzt gerade, wo dann auch die Einstiege zu einem großen Teil wahrscheinlich durchgeführt wurden, war die PI bei 16. Ah, hier die Zahlen auch nicht richtig. Ich kann es Ihnen sagen.
bei Fastgraphs auf Basis der Zahlen von S&P. Lag die PE in den letzten 10 Jahren bei 20 im Schnitt. Immer mal wieder, wenn die, sagen wir mal, für 15, 16 zu haben war, war es sehr günstig. Dann hatten sie anschließend die Möglichkeit, eine hohe Performance zu erzielen. Genau das war hier bei Dollar Tree im Endeffekt wieder der Fall. So. Scheinen auch keine weiteren Fragen zu Dollar Tree zu sein. Ja, ob sie auch online tätig sind. Ja. Okay. So, kommen wir zum nächsten. Ja, da war das Bild ein bisschen, oder sparen wir uns, ja, müssen wir Facebook gleich machen. Ja, eigentlich können wir Facebook auch gleich machen. Ich hatte ja schon, habe ja eigentlich auch den letzten Webinaren schon viel zu Facebook gesagt. Ich hatte die Aktie ja nach diesem, na, wie hieß Cambridge Analytics Skandal. Schon fast den Namen wieder vergessen. Damals hatte ich es ja zum Kauf empfohlen. Das war, wir können uns hier im Chart, schauen wir vielleicht zuerst mal in den Chart rein. Das war quasi hier dieser Einbruch. Da hatte ich sie zum Kauf empfohlen. Damals war sie auch, das haben dann die Auswertungen danach gezeigt, war es der absolute Liebling der Großinvestoren. Die sind also hier relativ geschickt eingestiegen. Und ja, vom Tief hat die Aktie ja über 30% gemacht. Der Unterschied zwischen damals und heute, haben wir zwei größere Einbrüche in relativ kurzer Zeit gesehen. Damals hatte ich sie zum Kauf empfohlen. Dieses Mal hab ich mir schwer getan, hier die Aktie wieder zum Kauf zu empfehlen. Denn als dieser Analytics-Skandal war, war eigentlich relativ klar, ja, das wird medial aufgebauscht. Man kann davon jetzt halten, was man will. Natürlich ist das eine unschöne Sache, aber verbrecherisch hat sich ja nicht Facebook verhalten, sondern diese Analytik-Firma, die die Daten gestohlen hat. Darüber hinaus, so hatte ich das auch in dem Artikel geschrieben, muss man davon ausgehen, dass das am Nutzerverhalten selbst kurzfristig, 2 Wochen später, wenn dieses Thema dann vom Tisch ist, bei im Endeffekt überhaupt nichts ändert und dementsprechend auch an den operativen Resultaten nichts. Facebook habe ich ja seit Jahren immer wieder empfohlen. Hier dann, da war es ganz akut, eine relativ einfache Rechnung für mich, dass man hier dann kaufen kann. Ich hatte damals dann auch noch welche gekauft. Ich habe sie leider hier oben nicht verkauft. Im Gegensatz zu scheinbar ziemlich vielen Großinvestoren, die hier dann jetzt ausgestiegen sind, denn während die im vorletzten Quartal noch ganz oben auf der Kaufliste standen, standen die im letzten Quartal dann ziemlich auf der Abschussliste. Was man allerdings dazu sagen muss, ich hatte das auch hier im Artikel geschrieben, es waren jetzt keine riesigen Verkäufe, wurde eher Risiko vermindert und die Position verkleinert. Von den Investoren, die ich auswerte, haben 5 Stück sehr große Positionen, teilweise mit bis zu 20% vom Portfolio gewichtet. Und die 5 größten Investoren von der Gewichtung her, die haben allesamt ihre Positionen verkleinert und sind hier haben hier das Risiko zurückgefahren. Ja, was soll man dazu sagen? Ich hatte ja damals, wie gesagt, auch den Artikel dazu geschrieben. Was mich extrem geärgert hat darüber, war, wie vom Vorstand gerade von Mark Zuckerberg mit der ganzen Sache umgegangen wurde. Denn er hat im Vorfeld der Zahlen, weil ja offensichtlich war, dass bei diesen Zahlen geringeres Umsatzwachstum, höhere Kosten, die Aktie einbrechen wird für was waren es, 150 oder 200 Millionen, ich glaube 160 Millionen, also wirklich für eine sehr, sehr große Summe direkt in den Tagen vor Veröffentlichung der Zahlen noch Aktien verkauft und das auch vorher bei der SEC angemeldet. Dementsprechend ist es strafrechtlich nicht relevant. Die Veröffentlichung, dass Aktien verkauft wurden, kam aber erst nach den Zahlen. Also ist schon wirklich extrem unverschämt. Deswegen hatte ich damals auch geschrieben, Horrorausblick und fader Beigeschmack. Schönen Gruß an Mark Zuckerberg. Das hinterlässt natürlich
kein Vertrauen bei den Aktionären und dementsprechend zu Recht abgestraft. Muss aber sagen, auf dem Niveau inzwischen auch schon wieder gar nicht uninteressant. Wer hier aber schon lange drin ist, durchaus überlegenswert, wenn es hier größere Bewegungen zur Oberseite mal wieder gibt, dass man hier die Position verkleinert. So, eigentlich das absolute Thema, na, das ist der alte Artikel, das Thema, was mich am allermeisten, ja, wie soll man sagen, bewegt hat, oder das größte Thema eigentlich, finde ich, in diesem Quartal, ist Microsoft. Bill Gates steigt aus, aber auch nicht erst seit diesem Quartal. Ich hatte das im letzten Quartal schon angemerkt. Da hat er auch schon 8 Millionen Aktien verkauft, und 8 Millionen Aktien bei einem Kurs von knapp $100 kann man sich ausrechnen. Der gute Herr verkauft hier jedes Quartal für 8 Milliarden US-Dollar Aktien. Und die Rechnung ist relativ einfach. Auch der Vorstand verkauft im Endeffekt ausschließlich Aktien. Die Großinvestoren steigen in breiter Front aus. Man sieht hier sehr, sehr viele Verkäufe. Im Gegensatz dazu die Käufe, die getätigt werden von anderen Investoren, zwar zahlreich, aber im Volumen sehr, sehr klein. Ja, man kann das mal kurz visualisieren. Bei FastGraph, warum? Ich hatte auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Im Endeffekt haben sie, lassen wir mal die Jahrtausendwende außen vor, im Endeffekt haben sie hier bei Microsoft eine realistische Renditeerwartung, die gegen Null tendiert. Das ist natürlich ein tolles Unternehmen, das wächst, sieht alles gut aus, aber alles hat natürlich seinen Preis. Und hier hat vorher jemand geschrieben, ist Microsoft denn nicht eine Value-Aktie? Also von den Unternehmenscharakteristiken, selbstverständlich würde ich Microsoft zu einem passenden Preis kaufen, aber Value, da geht es ja vor allem darum, die Sachen zu dem richtigen Preis zu kaufen. Das können wir hier bei Microsoft nicht mehr sagen. Ja, und Sie sehen auch, sieht es mal ein bisschen, oder nehmen wir doch noch das mit rein. Klar, hier war die Bewertung um die Jahrtausendwende hoch, nicht annähernd so hoch wie bei manch anderen Aktien. Wie gesagt, na, lassen wir die vielleicht doch mal raus. Wenn Sie dann hier die zu einer PI von 30 gekauft haben, dann läuft die einfach mal über etliche Jahre. Man sieht es, also das Schwarze hier, der Aktienkurs, dann läuft die über Jahre seitwärts, obwohl hier ständig der Gewinn steigt. Und nach der Finanzkrise wollte sie keiner. Da lag die PI bei 10. Das Wachstum war ganz ordentlich. Da hätte man sie gut kaufen können. Und dieser Value-Boden, dieser Boden an Bewertung, der ist dann die Basis für, also wo man zu Recht kauft, und dann die Basis dafür, dass es danach zu einer extremen Übertreibung kommt. Das erleben wir immer wieder, oder es passiert einfach so oft. Es ist geradezu exemplarisch hier. Also niedrige Bewertung, und die Bewertung wird dann auch immer niedriger, denn die Aktie läuft nicht. Weil sie nicht läuft, will sie keiner. Dann fängt die an zu laufen. Jeder will sie plötzlich haben. Die Aktie ist fair bewertet, und irgendwann entkoppelt sich der Aktienkurs komplett von der fundamentalen Bewertung. Wenn Sie sich das dann hier anschauen, wie gesagt, hier nochmal die Normal PE einblenden. In den letzten 20 Jahren war die bei 18. Runde gehen, 16, also 16, 18, meinetwegen gehen wir mal von 20 aus. Und jetzt nehmen wir mal den aktuellen Kurs und eine PI von 20 oder 19,5. Wie hoch ist dann die erwartete Rendite auf Jahre hinweg? Oder eigentlich müssen wir hier zeichnen. Ja, da kommt dann nicht mehr viel dabei raus. Da tendiert die Renditeerwartung Richtung Null. Und genau das ist auch der Grund, warum dann die ganzen Großinvestoren aussteigen. Die haben alle vor einigen Jahren gekauft, sitzen jetzt auf riesigen Buchgewinnen, schauen sich die Bewertung an und denken sich, vor ein paar Jahren gab es dieses Unternehmen noch für ein KGV von 10, und jetzt liegt das KGV bei 30. Hat sich das Unternehmen so fundamental, so grundlegend geändert, dass es heute quasi die dreifache Bewertung wert ist? Und der Schluss davon ist bei den meisten offensichtlich nein.
Und selbst Bill Gates kommt zu diesem Schluss, denn er hat in den letzten 3 Monaten 8 Millionen Aktien verkauft und nicht nur in diesem Quartal, sondern auch in den 2, 3 Quartalen davor. Also innerhalb von einem Jahr wurden hier über 30 Millionen Aktien abgestoßen. Die Bill und Melinda Gates Stiftung oder Bill Gates hat seine Positionierung, seine Beteiligung an Microsoft, die er immer durchgehalten hat, in den letzten 30 Jahren nur ganz sukzessive ab und zu mal verkauft hat, teilweise sogar wieder Aktien gekauft hat, wenn die Lage opportun war, jetzt massiv aussteigt, jedes Quartal Millionen Aktien mit Milliardenwert auf den Markt wirft. Und wenn er in der Geschwindigkeit weitermacht, die er in den letzten 4 Quartalen durchgezogen hat, dann ist Bill Gates in einem Jahr bei Microsoft ausgestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also der Unternehmensgründer steigt aus, der Vorstand steigt aus, alle Großinvestoren steigen aus. Ich glaube, die Message ist relativ eindeutig. So, Paulo fragt, ist es richtig, sobald die PI unter dem Gewinnwachstum des jeweiligen Unternehmens liegt, dass das gut ist? Selbstverständlich. Ich sage immer, das ist die Faustregel, die der geradezu legendäre Investor Peter Lynch immer hatte. Er gesagt, wenn ein Unternehmen ein KGV von 20 oder in den USA eine PI von 20 hat, dann möchte er mindestens 21% Gewinnwachstum. Dementsprechend sollte das Gewinnwachstum immer über der PI liegen. Das ist als Faustregel immer schon mal eine gute Richtschnur. Und die statistische Auswertung an den Märkten und die Realität zeigt, dass es auch sehr stark miteinander korreliert, das Wachstum, das Gewinnwachstum und die PI, die für ein Unternehmen gezahlt wird. Jetzt kann man natürlich sagen, dann wären Unternehmen mit keinem Wachstum null wert. Benjamin Graham hatte eine ähnliche Faustregel, wenn man die runterbricht aufs Essentielle, hat er gesagt, ein Unternehmen, das gar nicht wächst, ist für ihn immer noch das 8,5-fache des Gewinns wert, wenn es dieses Cash stetig an die Aktionäre weiterreichen und ausschütten kann. So, also und das ist das Spannungsbild, in dem sich Value Investing bewegt. Man kann Geht dann auch um Vorliebe, will man eher, ich bin ja eher, ich tendiere, ich hätte lieber gern ein Unternehmen, das 15% wächst für ein KGV von 10, als ein Unternehmen, das gar nicht wächst für ein KGV von 5. Ja, liegt vielleicht auch an den Präferenzen. Okay. Ja, dann hat man noch eine Bank of America, die hier auch verkauft wird. Das Endresultat davon ist Chapeau. Ich habe es vorher gesagt, war 2016 unter diesen Value-Investoren die meistgekaufte oder einer der meistgekauften Aktien. Und jetzt ist sie im letzten Quartal schon und auch in diesem Quartal ganz oben auf der Abschlussliste. Und die Jungs nehmen hier innerhalb von ja, knapp 1,5, 2 Jahren mal eben, ja, oder 2 Jahren mal eben 100% mit. Eins der vielen Beispiele, woran man sieht, dass die Auswertung dieser Filings und diesen Großinvestoren auf die Finger zu schauen, dass sich das lohnt. Die wissen, was sie tun. Und gerade wenn große Häufungen auftreten, zum Beispiel eine Microsoft wird quasi von jedem nur verkauft, keiner will größere Stückzahlen haben. Oder eine Comcast, die quasi von allen gekauft wird, dann sollte man sich diese Unternehmen durchaus mal anschauen. United Health auch so ein Ding, die hat man jetzt noch nicht besprochen. Die wurde Anfang des Jahres, man kann sich das anschauen, Anfang des Jahres, hier fängt das Jahr an, Anfang des Jahres wurde sie massiv gekauft. Also im letzten Quartal, vorletzten Quartal, ganz oben auf der Kaufliste, da wurde diese Rücksetzer zum Kauf genutzt und die gestiegenen Kurse, die hat vom Jahrestief 25% gemacht, werden jetzt zu Gewinnmitnahmen genutzt. Die ist sehr erfreulich, auch länger schon investiert.
Gut. Okay. Ja, Microsoft, man sieht es auch hier nochmal zum Kurs. Das wird hier immer steigender. Jetzt letztens gesagt, langsam könnte hier auf der Oberseite dann auch mal die Fahnenstange erreicht werden. So, damit wären wir vom Artikel her durch. Sie können, wie gesagt, Sie finden ja den Artikel bei uns auf der Seite auch noch. Vielleicht nochmal reinschauen, auch in die alten Artikel. Sie können auch mal beim Godmode schauen, da hatte ich das in der Vergangenheit ja auch veröffentlicht. Und vielleicht ist das eine oder andere dabei, vielleicht haben Sie das eine oder andere im Depot, was Sie vielleicht dann doch abstoßen sollten. Ansonsten, wenn Sie Werte im Depot haben, die hier massiv gekauft werden, bestärkt Sie das mit Sicherheit in Ihrer Haltung. Ja. Okay, dann wären wir mit dem Artikel soweit durch. Jetzt habe ich schon eine ganze Reihe von Aktien auch auf der Liste, die wir uns mal anschauen könnten. Und jetzt nochmal für alle die Möglichkeit, nochmal Werte hier in den Chat reinzuschreiben, die wir uns anschauen sollen. Ich fange vielleicht gerade mal mit, nein, zwei Themen sind vielleicht aktuell ganz besonders interessant, wurde auch ein paar Mal. So, der Karl fragt, Apple ist auch auf der Verkaufsliste, gilt Apple nicht als Value-Aktie? Also nochmal zu dem, was ich vorher gesagt habe. Natürlich erfüllt Apple die Voraussetzungen für ein Investment. Ja, das ist ganz klar. Und zu Apple hatte ich ja auch gesagt, die war 2016 eine der zwei, drei, vier meistgekauftesten Aktien hier in den Auswertungen. Und seitdem hat die sich eben verdoppelt. Da ist es klar, dass diese Investoren, die 2016 hier teilweise für hunderte Millionen oder Milliarden Aktien gekauft haben, jetzt dann langsam darüber nachdenken, einen Teil der Gewinne mitzunehmen. Denn je steiler das hier wird, und jetzt wird es dann langsam schon ziemlich steil, desto korrekturgefährdeter ist das natürlich auch. Und dass eine Apple den Umsatz und Gewinn in den letzten 2 Jahren nicht verdoppelt hat, ist klar. Dementsprechend die Bewertung heute nicht mehr so attraktiv, wie sie damals war. Wie gesagt, Sie können auch, ich glaube, oft wird Value auch falsch verstanden, dass Sie können auch, nehmen wir mal das Extrembeispiel, Sie haben wirklich ein total schlechtes Unternehmen. Was weiß ich, eine Eisenbahngesellschaft. Die haben kein Wachstum, machen kaum Gewinne oder ähnliches, sitzen aber auf, nur als Beispiel, sitzen aber auf riesigen Ländereien. Diese Ländereien sind in den Büchern zu dem Preis, wo die meinetwegen vor 100 Jahren mal gekauft haben, weil der Buchwert wird quasi der Kaufpreis eingebucht und dann ändert sich das nichts mehr. Jetzt sagen wir mal, dieses Unternehmen notiert bei 10 Dollar und es gab es in der Vergangenheit durchaus schon, notiert bei 10 Dollar und der Buchwert liegt bei 5 Dollar. Aber das wird eben nach Kaufpreis berechnet. In Wirklichkeit sind diese Ländereien, wo all diese Schienennetze und so weiter durchgehen, ja teilweise durch die Innenstädte durch, geradezu unbezahlbar und sehr, sehr wertvoll und das X-fache von dem Wert, wofür sie natürlich vor 100 Jahren gekauft haben. Dann haben sie so ein Unternehmen, das macht kaum Gewinn, hat kein Wachstum, weil ja, der Schienenverkehr ist jetzt nicht gerade die riesige Wachstumsbranche im Normalfall. Und trotzdem kann es eine Value-Aktie sein, weil wenn Sie das Unternehmen liquidieren würden und alles verkaufen würden, kann es sein, Sie bekommen den mehrfachen Erlös heraus, wie das Unternehmen quasi an der Börse wäre. So kann nur als x-beliebiges Beispiel es bei einer Eisenbahngesellschaft schwer umzusetzen, aber nur als Beispiel, dass auch ein sehr schlechtes Unternehmen ohne Wachstum, ohne große Gewinne oder ähnliches immer noch interessant sein kann. Sie haben zum Beispiel auch in China Aktien. Wir hatten letztes Beispiel eine Sohucom, hatte ich glaube ich auch auf dem Desktop besprochen. Die ist an der Börse 800 Millionen wert. Die halten aber und das Geschäft selber ist schlecht und die machen auch keinen Gewinn. Die halten aber, ich glaube, 50% oder sowas. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. An Sogu.
Die wiederum ist profitabel und wenn Sie mal sich anschauen, was die ist 3,2 Milliarden wert, das heißt die Beteiligung, die Sohu an Sogu oder wie auch immer man es ausspricht hält, ist alleine schon 1,6 Milliarden wert. Und wenn Sie bei einer Sohu die Cash-Position nehmen, dann noch den Wert der Beteiligung und die Schulden abziehen, dann kommen Sie hier auf einen Wert von, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, auf jeden Fall liegt der Wert weit über dem Marktwert. Das heißt, eigentlich ein aktiver Investor könnte hier kommen, die ganze Sohu aufkaufen, dann die Beteiligung an Changyou nochmal, haben noch weitere Beteiligungen und an Sohu auflösen und kostenlos Geld machen. Da braucht das Geschäft von Sohu selber nicht gut sein, es ist trotzdem sehr interessant aus einer Value-Sicht. Es gibt immer mal wieder so Fälle. Es gibt sogar, gab teilweise in extremen Marktphasen schon Fälle, wo Unternehmen mehr Barbestände hatten, einfach Cash, das sofort ja natürlich an die Aktionäre auszuschütten wäre, als das Unternehmen selber wert war. Oder als die Ölpreiskrise vor, war das 2016 war, gab es zum Beispiel auch Unternehmen, die hatten so hohe Rohölbestände in den Büchern, dass selbst wenn die die damals zu den 20, 30 Dollar einfach auf den Markt geworfen hätten und verkauft hätten, sie das Doppelte und Dreifache teilweise an Cash hätten erlösen können von einem Tag auf den anderen, wie das Unternehmen an der Börse wert war. Also egal wie schlecht das Geschäft ist, es kann trotzdem aus Value-Sicht natürlich Sinn machen. Und eine Apple macht zu einem gewissen Preis natürlich auch Sinn, kann zu einem gewissen Preis auch Sinn machen. So, also, jetzt schreibe ich mir die ganzen Werte auf, die gefragt werden. Lufthansa, Ocado, Technotrans. Der Reto schreibt, Hinweis an die Technik, eine Druckfunktion, die saubere Ausdrucke der Artikel bringt, wäre sehr hilfreich. Die Technik hört mit. Vielleicht wird es aufgegriffen. Gibt eh bald einen Relaunch der Page, dann wird es eventuell auch als Möglichkeit verfügbar sein. So, Hubert fragt, ob man bei Lynx ein US-Dollar-Konto eröffnen kann und wie hoch die Kosten wären, wenn man für 3.000 Dollar eine Aktie kauft. Also das müssten wir jetzt natürlich genau ausrechnen, kommt auch auf den Börsenplatz an. Aber natürlich können Sie bei uns ein US-Dollar-Konto eröffnen. Sie können sowohl in Euro, US-Dollar als auch in anderen Währungen einzahlen, auch Fremdwährungen halten. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und bei 3.000 US-Dollar müssten Sie ja, so knapp bei 5 US-Dollar, ein bisschen über 5 US-Dollar für den Trade rauskommen. Also sehr attraktiv. So, also die zwei großen Themen. Ich sehe das hier schon. Einmal Continental und dann die chinesischen Aktien. Zu den chinesischen Aktien, ob die eventuell jetzt ein Tief ausgebildet haben oder nicht und ob die attraktiv sind oder nicht, habe ich eine ganz einfache Antwort. Nachdem wir hier auf dem Guidance Desktop 2016 Depot gestartet haben, aktuell 56% im Plus, Anfang des Jahres noch ein Depot gestartet haben, inzwischen 17% im Plus, habe ich, mal gerade mal aufs Datum gucken, das sind nämlich erst ein paar Tage her. So, wann war das? 15.8. Also genau heute vor einer Woche, da mir die Situation doch sehr attraktiv erschien, einige Aktien in China gekauft, neues Depot eröffnet, China, Emerging Markets und Sondersituationen. Und ich denke, da kann man bisher jetzt für eine Woche ganz, ganz zufrieden sein, denn die Positionen, wie Sie hier sehen, liegen zwischen 7 und 26% im Plus. Ja, Momo gestern Zahlen gebracht, heute nochmal, ja, wie weit liegt es jetzt vorne? 5, 6, 7, 8%. Vorbörslich waren es 8%. Dementsprechend sollte das schon größeren Aufschluss. Ich habe das auch privat, also das sowieso auch, damit Sie das verstehen. Das ist nicht nur mein Job. Ich veröffentliche nicht nur die Analysen, weil ich jeden Tag eine Analyse veröffentlichen muss. Muss sowieso nicht, aber sondern
weil meine privaten Investments genau nach diesen Strategien, wie ich sie hier beschreibe, auch durchgeführt werden. Wenn ich hier ein Depot aufmache und sage, wir kaufen diese Werte, dann können Sie davon ausgehen, dass ich diese Werte auch kaufe. Also auch die Werte aus dem anderen Depot, die hier drin sind, die haben wir damals 2000, habe auch ich 2016 gekauft, die Werte Anfang 2018 gekauft, neben anderen und jetzt auch die chinesischen Werte. Also die Situation in China, ja, sagen wir mal jetzt natürlich schon wieder 20, 30%, manche Aktien 10, 20, 30% innerhalb von einer Woche vom Tief gemacht. Ich wurde hier auf dem Desktop auch scharf kritisiert. Wie kann man nur in das fallende Messer greifen? Glücklicherweise haben wir genau das Tief erwischt. Der 15., das war genau hier der Tag. Seitdem sieht es gut aus. Halte ich aber weiterhin für interessant. Und am interessantesten natürlich auch die Aktien, die ich hier gekauft hatte. Und zwar eine Momo, eine Tencent, eine Weibo und eine YY. Was ich ansonsten noch auf der Watchlist hatte und auch überlegt habe, an dem Tag zu kaufen, teilweise auch selbst gekauft habe, war eine BIT und eine Geely. Danach wurde auch ein paar Mal gefragt. Wie gesagt, nach den China-Aktien auch. Dementsprechend die Antwort. Und das sieht bei allen sehr gut aus. YY auch wieder so eine Spezialsituation. Die war letztes Jahr, letzte Woche im Tief oder ja, ist 4,6 Milliarden wert. Die haben 2 Milliarden Cash in den Büchern. Wenn man die mal abzieht, Schulden sind ja keine da, 2,66 Milliarden. Die halten aber auch noch 50% von Huya. Das sind dann auch nochmal 2,7 Milliarden, selbst wenn die nie mehr nach oben läuft, sondern jetzt da bleibt, wo sie ist, was ich unwahrscheinlich halte, können Sie im Endeffekt kostenlos oder mit Abschlag Huya-Aktien kaufen. Noch dazu YY selbst auch sehr profitabel. Die machen 500 Millionen, haben im letzten Jahr 500 Millionen Nettogewinn gemacht. Allein das schon ein KGV von 9, minus 2 Milliarden Cash. Minus die Beteiligung, die sie haben. Und die haben nicht nur Beteiligungen an Huya, sondern auch noch an anderen Unternehmen. Also da haben sich durchaus attraktive Möglichkeiten hier ergeben. Und ich halte die Sachen immer noch für attraktiv. Wenn Sie auch sehen, woher kommt eine YY von 140, die kann in einem Jahr auch wieder bei 140 stehen. Die ganzen China-Böller, wie ein Kollege von mir geschrieben hat, die Tage, die sind eben auch extrem volatil. So, ob ich Alibaba im Depot habe? Ja, schon seit etlichen Jahren. Mal anschauen. So, hier im Monatschart. Ja. Konnte man nicht viel falsch machen. Ist nicht so günstig wie die anderen. Ich habe aber heute auch gerade noch mit einem guten Freund darüber gesprochen. Da ging es auch um diese chinesischen Aktien. Da habe ich gesagt, also eine Alibaba und eine Baidu, wenn man sie. Da ich beide schon seit Jahren im Depot habe, war es jetzt nicht notwendig, die auch noch in der Korrektur zu kaufen. Die sind auch nicht annähernd so stark zurückgekommen. Wenn man das hier mal vergleicht, eine Alibaba, die klebt da eigentlich am Hoch. Auch eine Baidu, da ist auch nicht so stark. Ja. Ja, wenn man sich dann dagegen eine, meinetwegen die YY anschaut oder auch eine Weibo, da war die Korrektur auch schon ein bisschen ausgeprägter. Da sind 100% Luft zum Allzeithoch. Hier auch knapp 100%, Sina Corp und so weiter. Wobei man jetzt nicht unbedingt Sina und Weibo kaufen muss, weil Sina 50% an Weibo hält. Übrigens auch wieder so eine Sache. Die Position von Weibo 8 Milliarden wert, Sina Corp an der Börse 5. Warum sich die Lücke nicht schließt, kann mir auch keiner erklären. Gibt es keinen vernünftigen Grund dafür. Da vielleicht mal Grüße an die Vertreter der Efficient Market Hypothese. Lächerlich. Gut. Dann die chinesischen Werte, damit abgehakt. Das Thema Continental nach dem Kurssturz hatte ich hier heute auch schon auf dem Guidance Desktop. Also da können Sie auch einfach jeden Tag Fragen stellen. Ich antworte da immer. Sehen immer, die kurzen sind die Fragen, die langen sind dann von mir. Was hatte ich heute hier zu Continental geschrieben? Ja, das gleiche wie letzte Woche vor dem Kurssturz. Grundsätzlich gutes Unternehmen. Bewertung kommt auf die Sichtweise an. Ist jetzt für mich nicht so, dass die übermäßig günstig wäre. An sich ist sie nicht teuer, im Verhältnis zu den Zulieferern aber eher hoch bewertet. Und natürlich vor allem, wenn der Automarkt kippt. Und dieses Thema Autobauer und Zulieferer,
Da habe ich mir in letzter Zeit wirklich oft Gedanken darum gemacht und zu so einem richtig tollen Ergebnis bin ich auch noch nicht gekommen. Da bin ich aber auch nicht der Einzige, denn egal mit wem ich hier spreche oder wer sich dazu äußert, so eine richtige Lösung hat man nicht. Denn die Sache ist die, wenn der Automarkt kippen sollte oder beziehungsweise bei den meisten Autobauern ist in die Kurse ein Kippen des Automarkts bereits im Endeffekt eingepreist. Da könnte man teilweise jetzt schon kaufen, wenn man sagen kann, gut, wenn der Automarkt kippt, ist im Endeffekt schon in den Preisen drin. Kippt er nicht in den nächsten Quartalen, sieht es eigentlich gut aus auf der Oberseite. Und auf der anderen Seite die Zulieferer, bei denen ist es nicht eingepreist und die trifft es im Normalfall mindestens genauso hart. Und diese Divergenz macht im Endeffekt keinen besonders großen Sinn. Auch mit Blick auf die Elektromobilität und selbstfahrende Autos und alles bin ich ebenfalls der Meinung, dass das die Zulieferer auch noch wesentlich stärker treffen wird als die Autobauer selbst. Denn, sagen wir mal, die Zahl der Autos, die verkauft werden, geht durch das autonome Fahren zurück. Gehen wir mal von dieser These aus. Gleichzeitig haben wir noch einen Wandel in Richtung Elektroautos. Dann haben sie gleich zwei Probleme gleichzeitig, mit denen die Zulieferer kämpfen müssen. Erstens mal, natürlich verkaufen die weniger Teile. Und das Problem ist, ein Elektroauto besteht aus 150 Hauptkomponenten und ein Verbrennungsmotor, ein Otto oder ein Dieselmotor und das Auto besteht aus 2000 Teilen. Das heißt, all diese Zulieferer werden sich in Zukunft um 150 Teile kloppen müssen, statt wie bisher 2000 Teile. Das heißt, der Wettkampf bei jedem einzelnen Bauteil wird viel größer und die Margen der Zulieferer werden dementsprechend senken und das hilft den Autobauern, aber natürlich ist es sehr schlecht für die Zulieferer. Das heißt, die Zulieferer werden doppelt und dreifach leiden müssen. Warum dann die Zulieferer aber teilweise das Doppelte oder die dreifache Bewertung von den Autobauern haben an der Börse, ergibt für mich nicht besonders viel Sinn. Und diese Divergenz ist merkwürdig. Und dafür gibt es eigentlich, ja, in eine Richtung muss sich das auflösen. Die Frage ist natürlich, lösen sich die Autobauer von der Bewertung her nach oben auf oder die Zulieferer nach unten auf? Aber dieses Bewertungsgap wird sich schließen müssen. Und wenn man sich heute eine Conti anschaut, ich hatte es hier gesagt, könnte das der nächste Hinweis sein, dass sich wohl eher die Zulieferer den Autobauern in der Bewertung annähern als andersrum. Viele Zulieferer immer noch ein KGV von 10, sagen wir mal, die Autobauer eher bei 5 und ähnlichem. Ja, dann sieht es so mit den Kursen der Zulieferer in nächster Zeit eventuell nicht so gut aus. Okay, ich denke, das sind die zwei großen Themen. China, Conti, jetzt heute natürlich hochaktuell, wurde auch ein paar Mal gefragt, beides. Hubert fragt, welche Aktien aus den Ruhestandsdepots kann man jetzt noch nachkaufen? Kann ich eigentlich das Gleiche sagen wie immer? Oder wie ich es auch die letzten Jahre immer gesagt habe, weil das bin ich auch gefragt worden, als das Depot hier 5% im Plus lag. Im Endeffekt, egal wann Sie die Werte nachgekauft hätten, egal ob das Depot damals schon damals 5% oder 10% im Plus lag. Im Endeffekt, wenn Sie sich das anschauen, die Outperformance nimmt immer weiter zu. Ich will mich hier jetzt nicht selbst mit Lorbeeren schmücken, aber es ist halt einfach Fakt. Wenn Sie sehen, es läuft hier, ja, also gelb das Depot, blau der DAX. Hier haben wir immer wieder leichte Outperformance. Das sieht nach viel weniger aus. Da war das Depot bei 7 und der DAX bei 6. Dann wird es immer mehr, dann werden es 2, 3% und dann sehen Sie es immer wieder. Der DAX gibt mal wieder nach, das Depot gibt weniger nach. DAX gibt immer weiter nach, Depot läuft seitwärts. DAX steigt an die alten Hochs, Depot macht schon ein neues Hoch und so weiter. Auch hier, DAX korrigiert so langsam seitwärts. Wir korrigieren, ja, wenn man es Korrektur nennen kann, wir korrigieren aufwärts. Also, deswegen, das sind alles ja natürlich handverlesene Unternehmen. Bei manchen gingen die Investitionen besser auf als bei anderen.
Aber grundsätzlich, und das gilt auch für das US-Depot, sind allesamt handverlesene Unternehmen, die grundsolide aufgestellt sind und die Möglichkeit haben, intern die Gelder zu, Gewinne zu reinvestieren, weiter zu wachsen und so weiter. Und die Compounding-Maschine, also den die Zinseszinsmaschine immer weiter zu befeuern. Deswegen, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Sie dieses Depot mal nochmal bei 0% sehen und hier nochmal genauso günstig reinkommen. Dann müsste der Markt, ich würde mal schätzen, da müsste der Markt in einem ähnlichen Umfang nachgeben wie bei der Finanzkrise, vielleicht sogar mehr. Denn wir haben es ja jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren gesehen, dass die Depots geben in den Korrekturen eher deutlich weniger nach und steigen in den Aufwärtsphasen stärker als der Gesamtmarkt. Okay, so, Constellation Brands, genau, das hatte ich gesagt. Die schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an. STZ. Jetzt bin ich froh, dass ich mich nicht vertan habe mit dem Ticker. So. Also, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen wegen dem Nachkaufen. Wie gesagt, das ist so ein Thema. Es wurde bei 5% plus gefragt, bei 10% plus, bei 20 und so weiter. Ich glaube nicht, dass der Abstand kleiner wird. Es wäre natürlich schön, wenn vielleicht der Gesamtmarkt mal 20% zurückkommt, dann kann man hier durch die Bank nochmal nachkaufen. Das wäre auch meine Strategie im Zweifelsfall. Und bei den Werten, wo ich drin bin, im Endeffekt sind die Depots auf Buy and Hold angelegt. Da wird eigentlich nichts mehr groß geschraubt an den Positionen. So, Constellation Brands. Schauen wir es uns übergeordnet an. Das schauen wir mal kurz in die Aktie. Die muss ziemlich zurückgekommen sein. Ja, gut, so viel ist es gar nicht. Sieht schon, wenn man sich das kurzfristig anschaut, sieht es dramatisch aus. Ja, 20%, nicht mal 20%, wenn man sich es langfristig anschaut. Das ist auch genau die Sache. Wenn Sie 2016 oder 2014 oder wo auch immer eine Constellation Brands gekauft haben und sitzen jetzt auf 100, 200, 300% Buchgewinn, interessiert Sie das dann wirklich noch, dass die mal 20% zurückkommt oder nicht? Nein, Sie bleiben einfach drin. Kriegen jedes Jahr ihre Dividende, wenn zahlt jetzt 1,5%. Deswegen auch der Tipp nochmal, schauen Sie sich die Dividendenaristokraten an. In Deutschland ist nur eine Fresenius, in den USA haben wir knapp 50 Werte, die mehr als 25 Jahre am Stück die Dividende jedes Jahr angehoben haben. Daraus ergeben sich wirklich extreme Kapitaleffekte. Wenn wir als Beispiel, Sie hätten die damals bei 100 oder noch besser natürlich bei 50 gekauft. Wenn Sie die bei 50 gekauft haben, die notiert jetzt bei 200, dann hätten Sie auf den damaligen Kaufkurs eine Dividendenrendite von 6%. Das kann dann manchmal auch schon bei guten Unternehmen schneller gehen. AbbVie, ja, ich will nicht jedes Webinar darauf hinweisen, aber die hatten wir hier in der Seitwärtsphase, habe ich die auf dem Gottmode ein Dutzend Mal empfohlen. Hätten Sie die bei 60 gekauft, wäre jetzt 2016 nur 2 Jahre durch die etlichen Dividendenerhöhungen, die war spottbillig damals noch dazu, durch die etlichen Dividendenerhöhungen jetzt schon eine Dividendenrendite nördlich von 6%, 6, 7% habe ich auch immer noch liegen. Darum geht es aber nicht. So, Constellation Brands. Nur immer, um zu zeigen, der Compound-Effekt, der Zinseszinseffekt bei guten Unternehmen, wenn sie den für sich spielen lassen, dann ist es einfach an der Börse Gewinne zu machen. Dann dürfen sie eben, ja, muss man ein bisschen Energie investieren, um die guten Unternehmen, die unter hohem Return on Investment mit einer langen auf die lange Sicht immer weiter wachsen können und die Gelder reinvestieren können. Das war genau der Hauptansatz hier von diesem US-Compounder-Depot. All diese Aktien hier drin haben historisch extrem hohe Return auf das investierte Kapital. Und das sind die Unternehmen, die sie in ihrem Depot brauchen. Es gibt auch einen guten Grund, warum die reichsten Börsianer oder Börsenteilnehmer Investoren sind und nicht Trader. Trader können kurzfristig und mit kleineren Summen
hohe Renditen erwirtschaften. Oft kommt dann aber mal ein Crash, in dem sie komplett zerlegt werden. Glauben Sie mir, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Trader und Leute, die an der Börse aktiv handeln, professionell handeln, seit Jahren und Jahrzehnten. Es gibt ganz wenig aktive, kurzfristige Trader, Daytrader, die das professionell können und beherrschen über 10 Jahre und mehr. Ganz wenige. So. Reto fragt, ob ich meine Depots absichere mit Futures-Optionen, wenn es ruppig wird. Nein, ich betreibe auch überhaupt keine Voraussage darüber, wie der Markt sich entwickeln wird. Ob der DAX in einem Jahr 10% niedriger oder höher steht oder auch der S&P 500, spielt für meine Analyse überhaupt keine Rolle. Es ist meines Erachtens auch verschwendete Zeit, denn da kann man so viel mutmaßen, wie man will. Wir wissen es alle nicht. Ich kann aber eine sehr genaue Aussage oder kann mir einen Schlachtplan, dazu hatte ich einen ganz großen Artikel geschrieben, dazu hatte ich mir einen Plan zurechtlegen, damit ich weiß, was werde ich tun, wenn der Markt 10 oder 20% nachgibt oder 10 oder 20% steigt. Denn, verstehen Sie, ich weiß nicht, ob der Markt 10 oder 20% steigen oder fallen wird. Ich weiß aber genau, was ich tun werde, wenn der Markt 10 oder 20% steigt oder fällt. Das ist ein Riesenunterschied. Schick mal den Artikel. Bin der Meinung, der ist äußerst lesenswert für alle, auch für alte Hasen. Das bringt so mein Grundkonzept doch auch stark auf den Punkt. Da wird auch genau dieses Compounder-Depot, das ich hier auf Guidance habe, wird hier nochmal ausführlich zu jedem Wert erklärt, warum ich mich für diesen einen Wert entschieden habe. So, also, um es runterzubrechen, ich sichere die Depots überhaupt nicht ab. Ich habe im Normalfall 80% investiert, 20% Cash. Die Normalität eines Sparers oder eines Anlegers ist ja auch so, sie haben jeden Monat eine gewisse Summe zur Verfügung. Und wenn ich nicht besonders viele Anlagemöglichkeiten finde oder mir der Markt nicht gefällt, dann kaufe ich einfach nichts. Und wenn der Markt so wie 2016, deswegen haben wir da auch das Depot eröffnet, da habe ich die Korrektur als große Chance gesehen und dann wird richtig gekauft. Ja. Ja, was auch immer hier jetzt drin ist. Hier diese Korrektur damals 2016 weg. So. Und seitdem sind wir drin. Okay, so, Constellation Brands, bevor ich jetzt noch fünfmal abschweife. Übergeordnetes Umsatzwachstum stimmt. Umsatz mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Bruttomarge sehr stark gesteigert sogar. Ja. Dementsprechend operativer Gewinn stark überproportional gestiegen. Gleichzeitig werden auch hier, gut, hier hat man mal wieder Aktien ausgegeben. Aber grundsätzlich hier glaube ich auch, ja, oder was heißt glaube ich, sieht man hier über Jahre Rückkäufe, hat man hier mal eine Übernahme getätigt, oh, im Buchwert, ja, also da mit Sicherheit deswegen auch der Sprung im Buchwert 2013, 2014. Ja, und seitdem, ja, sieht gut aus, braucht man nicht besonders viel dazu sagen, kann man sich dann noch die Bewertung anschauen. Oder wir können es auch hier machen. Da ist schneller visualisiert, auch kein Allheilmittel, alles andere als das, aber zur schnellen Visualisierung für den ersten Blick wirklich gut. So. Ja. Sieht's auch hier. Ah, hier wieder diese unbereinigten Zahlen. Ja. Eher doch auch recht hoch bewertet. Ja, beim Gewinnwachstum von 20%, ja, ein bisschen niedriger wäre schön, aber grundsätzlich durchaus vertretbar, die hier in diesem Bereich zu kaufen. Ich kaufe sie natürlich, ich persönlich würde sie hier jetzt nicht kaufen, denn auch diese Aktie wird es mal wieder günstiger geben, einfach nur, weil es einen ordentlichen Schlag am Markt lässt. Aber grundsätzlich sieht es natürlich gut aus. Wenn die mal wieder
Ja, hier Richtung, machen wir es vielleicht mal hier, Richtung 150, 180 US-Dollar zurückkommen würde. Gehen wir mal in den. Das wäre natürlich ein schöner Einstieg, ja, 170 Dollar hier, 170, 180. Wenn jetzt die Korrektur noch eine Ecke läuft, das wäre natürlich schön. So, also der Günther fragt wegen dem Abo von Fast Graphs. Das ist sogar das einfache Abo. Ich glaube, das kostet 16 Dollar oder sowas im Monat. Ist also wirklich sehr günstig. 16 oder 20 Dollar oder so. Ich benutze das aber auch nicht zu Analysezwecken. Das ist eher um eine kurze Visualisierung zu haben und die langfristigen operativen Daten aus der S&P-Datenbank, die sind nämlich über diesen Umweg tatsächlich günstiger als direkt bei S&P. Und dann sieht man, wie sich der Gewinn hier über die Jahre entwickelt hat und was eine realistische Bewertung sein könnte. Und aber mit wirklicher Analyse hat es natürlich nichts zu tun. Okay. So, Constellation Brands hat man damit auch. Ach, so viele Werte sind gar nicht mehr auf der Liste. Eh schon deutlich überzogen. Seht jetzt auch, die Leute loggen sich langsam aus. Ich denke, wir kommen dann auch zum Ende. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich hoffe, Sie können mit den Anregungen, die ich Ihnen gegeben habe, was anfangen. Ansonsten, Sie erreichen mich jederzeit auf der Guidance-Seite. Der Orhan hat gefragt, ob man mich auch per E-Mail erreicht. Erreichen Sie auch. Schreiben Sie mal dem Kundenservice von Lynx Broker. Die leiten das dann an mich weiter. Oder E-Mail ist tobias.krieg@lynxbroker.de. Und ja. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg am Markt. Lassen Sie sich nicht von den Emotionen mitreißen. Gerade solche Sachen wie das letzte Woche mit den chinesischen Aktien hat gezeigt. Immer dann, ja, die Sachen, die emotional am schwierigsten sind am Aktienmarkt, sind oft die erfolgversprechendsten und die erfolgreichsten. Ja, wie gesagt, viel Erfolg. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Vielen Dank für das ganze Lob, das auch immer kommt, sowohl per E-Mail an den Kundenservice. Das freut mich immer besonders, als auch natürlich hier im Webinar. Es würde mich freuen, wenn Sie sich das nächste Mal auch wieder die Zeit nehmen. Sie können sich hier mal bei den Webinaren anmelden. Eventuell ziehen wir dieses Webinar sogar eine Woche vor, dann bin ich nächste Woche schon wieder für Sie da. Und schönen Abend noch, wie gesagt, viel Erfolg und hoffentlich bis zum nächsten Mal.